Jetzt sind alle auf dem Podium eingetroffen. Auch die Wasserversorgung ist endgültig gesichert für die nächsten 10 Stunden. Deswegen herzlich willkommen zum abschließenden Panel hier im großen Saal 1, Heinrich-Böll-Stiftung zu Netzregeln 2011. Unser Thema schließt etwas diese ganze Diskussion heute über Open Data ab. Open Data, die Macht der Visualisierung. Mit mir auf dem Podium sind Mercedes Bunz, Gregor Eisch, Malte Spitz. Herzlich willkommen. Danke, dass ihr gekommen seid zu unserer Diskussion. Mein Name ist Michael Sonjenko. Ich arbeite für die Heinrich-Böll-Stiftung und habe zusammen mit den Kollegen der Stiftung als auch von Bitkom diese Veranstaltung organisiert. Ich hoffe, dass das einige interessante Anregungen gab, beziehungsweise jetzt in diesem Gespräch noch gibt. Anfangen möchte ich mit Gregor Eisch. Bezeichnet wird er als Programmierer, Designer von interaktiver Visualisierung mit dem Schwerpunkt Politik und Gesellschaft, Hobby-Datenjournalist. Woanders wird er bezeichnet als Datenvisualist. Wie bezeichnest du dich eigentlich selber? Wie beschreibst du das, was du tust, eigentlich selber? Mir scheint, bei dem, was du tust, dieser Punkt, Daten in Politik und Gesellschaft zu bringen, wohl das Wichtigste zu sein. Und ja, bitteschön. Hallo. Ich finde die Beschreibung, sie sind ja alle von mir, ich finde die ganz gut. ist jetzt auch gar nicht, wie ich das noch besser beschreiben soll. Also ich bin erstmal, wenn ich freiberuflich und ich erstelle interaktive Visualisierung, zum Beispiel für Zeit Online, Deutsche Welle, Taz, also für Medien, aber auch im Bereich für Unternehmen. Aber auch, das ist dann der Hobbybereich für mich selber. Ich habe halt irgendwie Spaß dran, Daten zu visualisieren und stelle das Ganze dann auf meine Webseite und gucke immer so, wie die Reaktionen sind darauf. Und es gibt viele, die Daten visualisieren und da gibt es dann auch viele in Richtung Unterhaltungsbereich, nach dem Motto, wo bin ich wo laufe ich immer so lang? Also jetzt nicht im Vorratsdatensinn, sondern es gab zum Beispiel von Nike eine initiierte einen Aufruf, dass einfach Läufer in New York ihre Laufstrecken visualisieren oder sammeln und dann wurde das visualisiert und das ist für mich so ein Bereich, der relativ wenig, es macht vielleicht Spaß, das zu entwickeln und hilft dem Unternehmen wieder irgendwie ein Profil zu kriegen in einer neuen Zielgruppe, aber für mich ist das halt nicht interessant. Ich möchte halt damit irgendwie als eher technisch geprägter Mensch halt irgendwie so meinen Beitrag leisten, auch wenn ich jetzt nicht Journalistik studiert habe, aber ich habe dann... Was sind deine aktuellen Projekte? Ich habe gerade eine Visualisierung zur deutschen Energielandschaft fertiggestellt. Die wird jetzt irgendwie Ende dieser Woche oder nächste Woche veröffentlicht. Da habe ich einfach meinen Blick auf 100 Jahre deutsche Energie und wie sich das entwickelt hat, also angefangen von 1950 bis hin zu wie verschiedene Prognosen die Zukunft sehen, das alles mal in eine Grafik reingebracht. Ansonsten, das ist eine lange Liste, wenn ich jetzt alles aufzähle, woran ich gerade arbeite. Ich habe vielleicht noch eins als Beispiel. Ich beschäftige mich nebenher so ein bisschen mit der Frage, wie Gesetze entstehen. Und da habe ich mir mal am Beispiel von einem Gesetz die ganzen einzelnen Versionen des Gesetzes rausgesucht, also wann was geändert wurde und bin jetzt quasi an dem Punkt, wo ich mit der Datenrecherche fertig bin und versuche mir das mal anzugucken, um eben rauszufinden, ob es da bestimmte Muster gibt oder einfach nur, um zu sehen, wohin das führt, wenn man sich Gesetze mal nicht immer nur die aktuelle Version anguckt, sondern halt, wie verändert das? Also du sprachst von Spaß, du sprachst davon, dass du das auch zum Teil für dich selber machst, auf deine Webseite stellst, willst du aber auch gleichzeitig aktivieren, wenn du das zum Beispiel anhand von Gesetzen machst. Ist das so ein Ziel von dir oder ist das eher nicht im Mittelpunkt deines Interesses? Ich würde es vorsichtig so sagen, also ich,
ich finde es schon, gut, wenn das, wenn ich damit irgendwie ein Thema, was vielleicht vom eigentlichen Charakter her eher unspannend ist und jetzt nicht so oft diskutiert wird, außer es sind gerade irgendwie große Skandale oder sowas, wenn ich so ein Thema wie zum Beispiel Parteispenden mit so einer Grafik für eine Zeit lang wieder ins Gespräch bringe bei einer Gruppe von Leuten, also das freut mich schon. Aber jetzt gezielt beeinflussen, ich glaube, es ist eher das, dass ich zeigen will, wie wirklich alle, wie die Sachen zusammenhängen und die Leute sollen sich selber ihr Urteil. Das hört sich an wie Bildung, wie politische Bildung. Da bist du also auch nicht weit weg von dem, was wir als Stiftung versuchen. Manchmal gelingt es. Mercedes-Bundz haben wir eingeladen, weil sie diesen Blick aus der Medienperspektive einfach auf unsere Überschrift, auf unser Thema des Panels hat, Visualisierung. Sie hat für den Guardian gearbeitet, habe ich jetzt gerade gelernt. Das ist also, das heißt Journalistin, Publizistin, frei, Mitherausgeberin des Debug noch, nehme ich an. Guardian ist natürlich auch der Punkt, dass wir reden über eine andere Art von Visualisierung, von Lesbarmachung von Daten, von großen Mengen von Dokumenten. Und da frage ich mich, wie verändert diese Art von Visualisierung, die Gregor Aisch gerade beschrieben hat, den Journalismus bzw. die Medien? Kann man dazu schon was sagen? Wenn ich mir die Zeit angucke, dann habe ich jetzt seit mir das aufgefallen ist, jedes Mal eine Infografik und stolz wird gesagt, das ist jetzt die, 8., 10., 100. Infografik. Werden die Zeitungen dann nur noch so aussehen oder was verbirgt sich dahinter? Was passiert da? Ja, also tatsächlich ist ja die sogenannte, heute nennt man es Datenvisualisierung und früher konnten wir es nicht leiden, weil es der Fokus gemacht hat und es hieß Infografik. Es stimmt, so war das schon etwas. Das hat sich in letzter Zeit einfach so ein bisschen verkünstlert. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das kennt. Also das schönste Buch, was dazu rausgekommen ist, du kennst das sicher, ist Flow, das bei den Gestalten rausgekommen ist, wo völlig verschiedene Ansätze genau in diese Richtung, wie kann man eigentlich Daten, die für uns abstrakt sind, in ein Verhältnis setzen, dass wir was mit ihnen anfangen können. Das ist also immer wieder diese Herangehensweise. Und das kann natürlich ins Auge gehen, weil im schlimmsten Falle ist es halt, oh, wieder eine schöne bunte Grafik, gucken wir kurz hin, gucken wieder weg, das ist es. Also das ist halt so die Gefahr dahinter. Andererseits leben wir, und wir wissen das alle, in einer Welt, wo die Zahlen so ins Gigantische gewachsen sind, dass wir schon gar nicht mehr wissen, ob im Bundestag Millionen oder Milliarden besprochen werden. Und um das dann wirklich mal zu veranschaulichen und um diese Datenberge zu heben, braucht es Datenvisualisierung. Und gerade bei so einem neuen Datenjournalismus, also wo wir plötzlich vor Dokumenten, die 400.000 Seiten dick sind, die wir wirklich, wo wir dann Stichworte durchsuchen und sagen können, diese Worte tauchen so und so viel auf, diese so und so viel, anders können wir das gar nicht erfassen, das kann keiner lesen. Also von daher ist es für den neuen Journalismus in Zeiten des sogenannten Information Overload schon sehr wichtig. Ist das nur eine Sichtbarmachung von dem, was ist, oder ist das auch eine Einordnung, eine Kommentierung dessen, was da ist, oder ist das dann wirklich objektiv, was da passiert? Ja, also objektiv ist ja immer ein Wert, den man versucht zu erwischen und später sagt einem dann wieder, nee, jemand, das war es wieder nicht. Trotzdem sollte man daran festhalten. Also nur weil es visuell ist und nicht textuell ist, ist es nicht schlechter. Ich glaube, dass so etwas wie Haushaltsbudget sehr viel klarer wird, wenn wir eine Landkarte davon sehen, in Vierecken ganz simpel, die sagt, so und so viel haben wir für Waffen ausgegeben, so und so viel haben wir für Gesundheit ausgegeben und so viel haben wir für soziale Absicherung ausgegeben. Dann kann man natürlich immer hinterherkommen und sagen, da ist das rausgerechnet und das nicht reingerechnet. Also so eine gewisse Transparenz, woher sind die Quellen, mit denen hier gearbeitet wurde, die braucht es natürlich immer, das ist klar. Aber ich glaube schon, dass man bestimmte Themen sehr viel schneller begreifen kann. Es ist so, wie man natürlich auch eine Landkarte leichter versteht, als wenn mir irgendjemand beschreibt, so sieht der Weg aus von da nach da von oben oder so. Ich weiß nicht, war jetzt ein bisschen blödes Beispiel. Und als erste Frage, braucht das dann auch neue Medien, diese Visualisierung? Oder werden die alten Medien, ich sprach von der Zeit, du hast Fokus genannt, Fernsehen, ich weiß nicht, werden die das übernehmen und einfach schicker oder neuer werden? Oder wird es dazu führen, dass auch
dann online etwas Neues passiert, neue Medien entstehen? Also einerseits ist die Datenvisualisierung sehr alt. Eines der ältesten Beispiele ist Florence Nightingale, die berühmte Krankenschwester in Großbritannien, die statistische Fälle ausgewertet hat in Infografik, wer quasi an Tuberkulose stirbt, wer im Krankenhaus stirbt und wo die Fälle mit welchen Hygienesituationen zusammenhängen. Und hat damit wirklich, also durch diese Visualisierung, es auch geschafft, das Parlament von ganz neuen Bestimmungen zu überzeugen. Also das war eine der ersten Datenjournalistinnen sozusagen, überhaupt eine der ersten Datenjournalistinnen auch. Andererseits ist es natürlich so, du hast es auch schon genannt, dass wir durch diese, ja, dass wir es heute leichter haben, alle möglichen Daten selber zu verwalten, zu tracken, dass wir viel mehr getrackt werden auch, wie Malte ja sehr in einem Beispiel sehr gut deutlich gemacht hat. Und es gibt auch zum Beispiel ja diese privaten Initiativen des sogenannten Live-Loggings. Also es ist natürlich viel einfacher heutzutage, sich selber eine Grafik zu basteln. Und wie gesagt, da gibt es dann die einfachen Sachen, dass man irgendwo ein paar Zahlen eingibt. Und es gibt auch sehr kreative, künstlerische Ansätze, die versuchen eben, eine immer komplexer werdende Welt irgendwie in ein menschliches Maß wiederzubringen. Und so. Also es natürlich können wir mit Zahlen dank der Digitalisierung viel spielerischer umgehen. Früher dauerte das mit dem Malen und Zeichnen bei Florence Nightingale viel länger und vor allem die Erfassung der Krankenhäuser dauerte, glaube ich, ein paar Jahre länger als heute. Kommen wir zu Malte Spitz. Malte als Objekt einer Infografik. Malte ist Mitglied des Bundesvorstandes, Bündnis 90 Die Grünen, Schwerpunkte Datenschutz, Bürgerrechte, Medien, Kulturpolitik und auch Wirtschaftspolitik habe ich bei dir auf der Website gefunden. Jetzt sollte Malte Spitz das Stichwort sein, um seine Grafik, sein Bewegungsprofil einzuspielen. Ich hoffe, das funktioniert und ich hoffe auch, dass es nicht zu sehr ruckt, das Bild. Der Punkt, gleich als wir anfingen, über diese Konferenz nachzudenken, war mir klar, ich will Malte Spitz dabei haben, weil einfach mich diese Grafik über dein Bewegungsprofil so richtig angestachelt hat, diese Frage von Vorratsdatenspeicherung etc. nicht so auf die lange Bank zu schieben, sondern einfach dieses als wichtigen Punkt zu haben. Also diese Überzeugungsarbeit oder so etwas für dich sozusagen der Ausgangspunkt deiner Überlegung, deswegen mache ich das, oder hat es auch, ja, was heißt spielerische, wie auch immer, Aspekte gehabt? War das von vornherein ein fester politischer Wille, das zu tun und damit dann auch Politik zu machen, oder was hat alles reingespielt in die Entscheidung, dieses Profil da anlegen zu lassen? Ja, genau, das war erstmal noch der wichtige Halbsatz am Schluss. Ich habe das nicht selber gemacht, sondern es gab da viele helfende Hände, die quasi sowas aufbereitet haben, was ich selber ja überhaupt nicht machen könnte. Und es zeigt natürlich, wir brauchen da quasi ein Zusammenspiel aus Leuten, die Daten visualisieren, aus Leuten, die die Daten organisieren. So wie in meinem Fall war es dann eine Klage, in anderen Fällen sind es Leaks, in anderen Fällen sind es klassische Informationsfreiheitsanfragen und so weiter. Es ist schön, das zu hören, weil es war genau eigentlich das Ziel dieser Visualisierung. Als ich die Klage genau vor 2 Jahren, war es jetzt fast, das war Juli, August 2009 quasi, eingereicht habe, war mir von vornherein klar, wenn ich die Daten habe, will ich sie auch in irgendeiner Form zugänglich machen. Und als dann die Daten vorlagen in dieser wunderschönen Excel-Tabelle, habe ich auch gemerkt, okay, es ist auch umsetzbar. Sprich, da haben sie mir nicht quasi ausgedruckt geschickt und hätten es damit dann quasi unmöglich gemacht. Höchstens eine Praktikanten hätten sich ein halbes Jahr hingesetzt und jedes Datum extra abgetippt nochmal, war dann für mich genau klar, ich will eigentlich diese Information so
aufbereitet sehen, um, sag ich jetzt mal, dem Beispiel den 35- bis 50-Jährigen darüber aufzuklären, was ist eigentlich eine Vorratsdatenspeicherung? Weil ich glaube, es war einfach vielen Leuten, wussten irgendwie, worum es geht, aber sie hatten überhaupt gar keine Ahnung, welche Auswirkungen es hat. Und weil ja irgendwie mittlerweile die Smartphone-Verbreitung auch bei uns hier relativ intensiv hochgegangen ist, kann sich auch irgendwie jeder vorstellen, was es heißt, wenn man wirklich pro Tag 50, 100, 200 E-Mails auf seinem Handy bekommt, wenn man quasi einen permanenten Datenfluss hat. Und das war letztendlich die Motivation zu sagen, ich will A, darüber aufklären, was ist die Vorratsdatenspeicherung, und es ist natürlich auch dann hübsch gelungen, in Kooperation mit Zeit Online es auch so aufzubereiten, dass es wirklich für den 10-Jährigen wie für den 75-Jährigen verständlich ist. Und als wir es dann übersetzt haben, auch noch, was mir eigentlich auch sehr, sehr wichtig war von Anfang an, ist halt auch aufzuzeigen, wir spielen da mit einem Gedanken, der quasi international verankert ist. Jetzt ist das Thema Vorratsdatenspeicherung auch zum Glück ein internationales Thema, aber quasi auch aufzuzeigen, wir haben hier eine Fertigkeit auch in deutschen Medien sowas hinzubekommen, weil vorher hat man nur mal neidisch zum Guardian geschaut und gedacht, warum haben wir eigentlich nicht bei uns so hübsch aufbereitete Themendossiers und journalistisches Werken. Da können sich auch heutzutage noch viele Online-Angebote hier 20 Scheiben von Abstein, wie zum Teil damit Informationen umgegangen wird. Wie gesagt, und das waren einfach die zwei Hauptmotivationspunkte, jetzt mal losgelöst von allem Politischen, diese Daten dann quasi auch als Rohdaten rauszugeben. Du sprachst von den 35- bis 50-Jährigen, also von der Zielgruppe des Projektes. Hast du die dann auch wirklich erreicht? Also Ziel ist das eine, das andere ist, jetzt ist es diese Grafik, diese Aufbereitung eine Weile in der Welt. Hat sich da was verändert an Zuspruch, an Interesse, oder ist es dabei geblieben, zu sagen, auch hübsch aufgemacht? Also die Reaktionen waren stark. Also ich habe viele Rückmeldungen bekommen via E-Mail, zum Teil sogar auf der Straße direkt danach, als sie veröffentlicht wurden, auch sehr viel international Zuspruch, eigentlich sogar noch stärker als national. Also die internationale Reaktion war deutlich höher, auch die mediale Wahrnehmung als quasi hier vor Ort. Vielleicht wurde ja eben schon gesagt, wir haben halt hier eine permanente Datenschutzdiskussion. In anderen Ländern konnten sie sich sowas überhaupt nicht vorstellen und haben dadurch dann erstmal quasi diese ganze Debatte nachvollziehen können. Also wie gesagt, aus dem Grunde würde ich sagen, habe ich das Ziel, was für mich selber wichtig war, habe ich erreicht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel zigtausend Mal die Grafik bisher aufgerufen wurde, aber ich glaube auch, dass für Zeit Online die Kooperation und das, was sie finanziell reingesteckt haben, sich vermutlich ordentlich ausgezahlt haben, um mal deren IWF-Klickzahlen ein bisschen wieder hochzutreiben. Wir haben jetzt über konkrete Beispiele gesprochen oder zwei Beispiele vorgestellt. Wenn es Fragen, Statements zu dem gibt, was wir bisher besprochen haben, dann bitte ich einfach, sich zu melden beziehungsweise gleich hier vorne ans Mikro zu gehen, weil ich glaube, das ist dann die Variante oder auch diesen Zeitpunkt, Sie mit ins Gespräch zu ziehen. Wir haben jetzt über ein wirkliches Beispiel gesprochen. Eine Frage an alle drei in der Runde. Was denkt ihr, jetzt ist es zum Teil noch Technik, es ist ein paar Mal gemacht worden. Was wird diese Technik für Folgen haben für den Umgang mit den Daten erstmal? Wird es jetzt so sein, dass, wie Malte Spitz das machen musste, da geklagt werden, um die Daten zu bekommen? Wird es eher so sein, dass wir nicht so viele offene Daten haben werden, um solche Dinge zu machen? Oder wird es eher so sein, dass viele es nutzen, um einfach ihre Arbeit darzustellen? Was denkt ihr, wie das sich weiterentwickeln wird? Also ich glaube, es wird, oder ich hoffe, dass es die
Suche und das Stöbern und das Klagen nach solchen Daten zunehmen wird. Ich glaube, wir werden da in den nächsten Jahren, ich weiß jetzt nicht, ob die nächsten 5, die nächsten 10 Jahre, glaube ich, eine sehr starke Entwicklung hinsehen, weil Open Data heißt, du brauchst nicht nur die Daten, sondern du brauchst sie auch frei verfügbar erstmal haben. Also ich sag mal, die Daten sind ja irgendwo vorhanden, aber wir haben ja das Problem, wir kommen seltenst dran. Staatliche Daten vielleicht zum Teil sogar noch mal schneller als von privaten Unternehmen. Und aus dem Grunde, glaube ich, wird es da in den nächsten Jahren, glaube ich, eine lebhafte Auseinandersetzung mitgeben. Und ich glaube, in 10 Jahren wird man sich über die Debatte, die wir heute vielleicht geführt haben, ist als eine gewisse Selbstverständlichkeit ansehen. Das ist zumindest, wofür man, glaube ich, politisch streiten sollte und ich glaube auch, wo die Bewegung hingehen wird. Ja. Also ich finde das, also ich finde gerade Maltes Beispiel immer sehr schön, weil das wirklich zeigt, also man sieht, dass sich deutlich was verändert. Jetzt haben Unternehmen schon immer Daten über uns aufgezeichnet. Wie gesagt, also ich habe das vorhin schon mal erwähnt, an der Supermarktkasse sind ja auch alle immer ganz bereit, ihre Bonuspunkte einzusammeln, ohne dass sie sich hinterher so echauffieren wie bei Facebook. Aber es ist ein ganz großes Prinzip, dass es natürlich, dass das eigentlich eine staatliche Entscheidung sein sollte, dass es nicht geht, dass ein Unternehmen mehr über mich weiß, als ich über mich selbst. Und das, finde ich, sollte eine grundlegende Forderung werden. Wenn immer jemand über mich was sammelt, was auf mich zurückführbar ist, dann soll er das doch bitte mit mir teilen und mir einfach zumailen. Damit ich dann auch genau das Gleiche über mich weiß, was das Unternehmen weiß. Und dann, also, das ist so meine persönliche Einstellung. Ich habe oftmals nicht so viel wie andere dagegen, dass etwas über mich gespeichert wird. Es kommt natürlich darauf an, wie lange, aber ich habe was dagegen, wenn ich das nicht auch weiß. Und das finde ich eine Unverschämtheit. Ich glaube, dass wir natürlich in einer Gesellschaft leben, wo so eine gewisse Art von Zugängen an Daten immer wichtiger wird. Und dann ist, man sieht das in Großbritannien, also wo ich lebe, ist der Staat ja schon so ein bisschen weiter. Also in Deutschland herrscht ja sehr stark die Idee, dass alles, was der Staat weiß, erstmal dem Amtsgeheimnis unterworfen ist und so vor. In Großbritannien gibt es natürlich schon ein großes Portal, das heißt data.gov.uk mit über 5000 Datensätzen mittlerweile, wie wir uns statistisch als Bevölkerung bewegen. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, den ich ganz wichtig finde und der auf uns alle zukommt und wo Deutschland sich sehr langsam nur entwickelt, wem gehören eigentlich die Daten, die wir als Bürger produzieren, also als Kollektiv und warum kommen wir da nicht alle ran? Das ist, glaube ich, so eine Frage, die dann aufkommt. Und dann steht natürlich so jemand wie du im Raum und dann wird so gefragt, ja, warum, was sollen denn die Leute damit machen? Das ist doch nur für Spezialisten. Ist das denn demokratisch? Ist es nicht demokratisch? Das ist die zweite Stufe der Debatte, wenn man einmal in den Datenjournalismus eingestiegen ist und in den Aspekt Demokratie der Daten. Und da kann man dann sagen, gut, also die amerikanische Regierung zum Beispiel fördert mittlerweile Applikationen so, dass man nicht mehr coden können muss, um Datenjournalist zu werden, sage ich jetzt mal. Aber ganz oft ist es auch einfach mangelndes Wissen. Also wie gesagt, Malte hat es schön gesagt, Excel-Tabelle ist der Anfang jedes Datenjournalismus. Und das ist eigentlich nicht so schwer. Auch meine Mutter könnte ich das erklären. Ja, ich wollte nur noch auf einen Punkt eingehen. Es wurde gesagt, dass ob der Mangel an Daten Deutschland behindern würde in dem Datenjournalismus oder im Medien daran hindert, irgendwie solche Grafiken zu veröffentlichen. Und da würde ich gerne noch einlenken, dass es, glaube ich, in vielen Fällen derzeit noch nicht an den an dem konkreten Mangel an Daten liegt, weil wir haben tatsächlich schon auch sehr viele Daten da. Das Statistische Bundesamt hat sehr viele Daten veröffentlicht. Und allein mit dem, was schon da ist, könnte man schon viel mehr machen. Da sind noch andere Probleme, die derzeit da sind. Nach meiner Erfahrung ist es auch nicht unbedingt die mangelnde Bereitschaft der Medien. Ich war zum Beispiel jetzt diese Woche bei einem Workshop, gestern sogar,
Da waren, es war ein Datenjournalismus-Workshop, es waren Vertreter von vielen verschiedenen Zeitungen dabei und man hat schon gemerkt, es gibt ein großes Interesse der Zeitung, da auch reinzugehen, bloß die Schwierigkeiten, die sich in dem konkreten Feld ergeben sind, stellen sich einfach als sehr groß heraus und das ist einfach ein Prozess, der länger dauert und Medien wie die New York Times oder Guardian haben da einfach 4-5 Jahre Vorsprung, da wurde halt was verschlafen, aber inzwischen ist die Bereitschaft da, es dauert halt nur noch. Und das ist auch so ein bisschen, was vielleicht der Open-Data-Situation so ein bisschen manchmal den Wind rausnimmt, dass immer diese Killer-Frage, was macht ihr denn mit den Daten, wenn ihr sie habt? Was wollt ihr denn damit machen? Also ich weiß, wie viel Potenzial diese Daten haben und versuche auch mit meiner Arbeit das zu zeigen und auch andere versuchen das. Das ist auch eine Entwicklung, die Zeit braucht. Nochmal zurück zum Stichwort Excel-Tabelle. Hat sich die Lesbarkeit denn verbessert? Weil die Verwendung oder das Herstellen dieser Grafiken oder der Visualisierung ist ja das eine. Die Frage ist, ob die Lesbarkeit sich in den letzten, keine Ahnung, Jahren verbessert hat oder ob das der Knackpunkt überhaupt ist, also die Auslesbarkeit von Statistiken etc., ob man rankommt daran, an diese öffentlichen Daten. Ist das besser geworden? Man kann zum Beispiel am Beispiel vom Bundestag sehen, dass da ist es besser geworden, also ein Stück weit. Zum Beispiel die Parteispenden werden seit 2002, also die Großspenden werden sofort auf der Webseite veröffentlicht, in einer HTML-Tabelle oder die Ergebnisse der namentlichen Abstimmung, welche Abgeordnete wofür gestimmt hat, werden seit 2007 in einer PDF-Tabelle veröffentlicht. Das ist für viele Journalisten ist das noch ein Problem, auf einer PDF-Tabelle was rauszuholen, aber für technisch versierte Leute ist das schon ein dankbarer Datensatz, eine PDF-Tabelle, verglichen mit anderen oder verglichen mit dem großen Bereich der Daten, die es überhaupt nicht gibt. Also da gibt's schon Entwicklungen, aber sie sind auch langsam und Aber für mich bedeutet das halt denn nur, es dauert halt länger, das aufzubereiten, während andere Daten, die es gar nicht gibt, an die komme ich halt nicht ran, da kann ich programmieren, so viel ich will. Wir haben eine erste Wortmeldung, bitteschön, zwei. Heiner Benking, ich bin hierher gekommen, weil das Thema hier mein Thema ist seit 30 Jahren. Wir haben zum Beispiel 87 über visuelle Demagogie mit Springer und Deutsche Gesellschaft für Informatik publiziert. Ich möchte, weil wir, glaube ich, aus dem Blick ein bisschen weiter zurück einige Fragen, warum das nicht weitergegangen ist, vielleicht mal klarer machen. Infografik war ein Begriff, den wir hier im ECC 1985 bei Computergrafik für Management, Marketing und Vertrieb mit der Weltcomputergrafikgesellschaft in den Raum gestellt haben, weil nämlich für eine neue Sache auch ein neuer Raum oder ein neuer Begriff auch nötig ist. Und dann hat Konradin Verlach eine Nullnummer Ende der 80er gemacht und 1991 kam dann ein Magazin raus, das hieß Infografik. Das alles, was dann kam mit Fokus nachher und wieder eingestorben ist, geht, glaube ich, an der Hauptthematik vorbei. Was ist eine Infografik? Thematische Präsentationen, maßstäblich oder nicht, gibt es durch alle Kulturen. Wir können, sehr umstritten ist das in der Semiotik, sagen, eine Infografik, aber auch eine Karte ist ein Superzeichen. Ein Superzeichen ist die Integration von Symbol, Icon und Index, den drei Peirce'schen Zeichenarten. Jedenfalls wird darüber seit 20 Jahren gearbeitet. Ich glaube, es ist dringend nötig, diese mehrdimensionalen, hochkomplexen, dynamischen Visualisierungen und Darstellungen, um nicht nur wie wir darstellen, sondern auch wie wir uns Dinge vorstellen und kommunizieren, zu kommunizieren, da weiterzugehen. Und wenn das hier ein Thema wäre, fände ich das ganz spannend. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch eine Wortmeldung gesehen, genau. Bitteschön. Ja. Ich habe eine kurze Bemerkung und eine Frage. Die Bemerkung ist, so im Saal nebenan spricht Michael Seemann, der hat zur Frage, was man mit Daten macht, auch einfach mal einen Artikel irgendwie über die Krankenakte von Tutanchamun geschrieben. Die alten Ägypter wussten auch nicht, dass man heute irgendwie im Röntgenmuseum reingucken kann, was die für Krankheiten hatten, die Mumien, die da rumliegen. Insofern, ich glaube, die Frage stellt sich nicht.
Und ich verstehe nicht, warum dann überhaupt da noch diskutiert wird, weil es ist ja tatsächlich so, dass es jetzt nicht tausende Jahre dauert, bis man von der Mumie zum CT kommt, sondern jetzt vielleicht tatsächlich nur noch 3 Monate. Und die Frage ist halt, so wie das jetzt beschrieben wurde, sah das eher so aus, dass man sich was vornimmt und dann über einen längeren Zeitraum an so einem Projekt sitzt. Aber was ist, wenn vielleicht was akut kommt? Also wie bei Gutenberg oder so. Da kam ja recht wenig irgendwie aus den Redaktionen. Was würden die jetzt anders machen? Würden die wirklich was anderes machen? Ja, das ist auch eine Frage. Oder holen sie sich dann Leute wie Gregor? Es ist ja auch jetzt auch nicht so, dass jedes Thema Datenvisualisierungsjournalismus braucht. Ja, also es gibt bei Gutenberg wegen mal zu veranschaulichen, wie viel Prozente von der Arbeit kopiert und wie viel nicht waren so in so einem Balken oder an was denkst du jetzt? Zum Beispiel an diesen Barcode. Hab ich gemacht? Ja, ich habe auch einen gemacht. Ich habe den aktiven gemacht. Hast du den im Wiki gemacht? Also ist geschehen. Aber es ist natürlich, also du sprichst natürlich was an, was absolut richtig ist. Es gibt in Redaktionen, glaube ich, erst langsam Leute, die da einen tatsächlich festen Platz haben, wie Leute, die Landkarten bauen, einen festen Platz in jeder Redaktion haben. Ja. Und sowas muss natürlich in einer Welt, in der Daten als eine Veranschaulichungsform, wie wir unsere Welt verstehen, immer wichtiger wird, die muss da hin. Also so Zukunftsarbeitsplatz hier so. Nur, ich habe das ja vorhin schon angesprochen, dass viele Redaktionen halt das Problem haben, dass sie gleichzeitig vor einem technischen Problem stehen, was sie so noch nicht lösen können, wo ihnen Personal fehlt oder Wissen fehlt. Dann haben sie obendrein noch einen ungemeinen Zeitdruck, weil das Thema, wenn man in so eine Grafik reingehen will und dann eine Woche für braucht, kann das Thema schon lange wieder von der Seite 1 genommen worden sein. Und ja, und das ist halt ein Problem, was sie haben. Und jetzt gerade das Beispiel Gutenberg war halt wirklich sowas, da gab es ungefähr ein Zeitfenster von 5 Stunden, wo die fleißigen Plagiatsjäger die Daten denn soweit zusammen hatten, auch auf Zeilenbasis. Und ich weiß das, weil ich die dann auch visualisiert habe, weil das für mich auch ein spannendes Thema war. Und es war wirklich der nächste Morgen, wo Gutenberg seinen Rücktritt angekündigt hat und da ist nicht sehr viel Zeit, um da noch reinzugehen. Ich habe aber nur als Beispiel, weil ich stelle meine Sachen frei ins Netz und zum Beispiel hat tagesschau.de denn auf meine Grafik verlinkt auf der Startseite, was ich daran gemerkt habe, dass mein Webserver einfach mal weg war. also man sieht schon, dass auch da Redakteure sind, die das verfolgen, was auch Leute wie ich machen und dass es ein Interesse daran gibt. Und ja, das ist jetzt halt ein schwieriger Fall gewesen. Jetzt vielleicht, bevor ich die beiden Wortmeldungen, die hier da sind, dran nehme, Gutenberg und zum Beispiel die Infografik, wie verbrennt so ein Atomkraftwerk wie in Fukushima, sind doch wohl 2 verschiedene Dinge für mich. Wenn ich mir das angucke, diese Grafik in der Zeit zu Fukushima, konnte ich dann sehen, was da wirklich passiert. Mir ist immer deutlich geworden, was passiert, was brennt da, was geht da kaputt, welche Gefahr liegt da drin. Wenn ich mir die Gutenberg-Sache angucke, ist es doch klar gewesen, dass ich, also für mich jedenfalls, da ist ein Betrüger am Werk gewesen, den will ich kriegen oder den wollen die Leute kriegen einfach. Also gibt es auch eine Frage von, ich möchte was darstellen, möchte euch was visualisieren, sondern auch, ich möchte es beweisen, dass er es war. Und ich glaube, dass es könnte sein, dass es ein Unterschied ist und dass Zeitungen eher hinstellen, wie so ein Atomkraftwerk brennt und dann eher verlinken zu einer Grafik, die Gutenberg zur Strecke bringt. Ist das so? Du siehst ja schon zu detailliert. Oh, gut. Ich war trotzdem kurz. Dann die beiden. Also ich glaube, es wurde gerade schon richtig angesprochen, ich glaube nicht, jedes Thema ist datenvisualisierbar. Und es ist, glaube ich, auch nicht für jeden, es wäre auch, glaube ich, falsch zu glauben, wenn wir zukünftig hinter jedem Zeitungsartikel quasi noch den Link hätten zu irgendeiner Datenvisualisierung. Also würde mich, glaube ich, überfordern und ich glaube, es wäre auch nicht zielführend, weil das Spannende ist ja, um auch nochmal auf 2 Fragen von dir einzugehen, ich glaube, es ist bisher eine sehr
projektmäßige Arbeit noch, so quasi vorhangeln, hängt aber auch damit zusammen, wurde ja gerade klar aufgezeigt, wir sind da noch an einem Startpunkt, so wie man vermutlich in einer bestimmten Zeit das quasi tagtäglich einfach vorantreiben wird, so als quasi Tagesablauf ist es halt bisher noch wirklich, hier ist eine Idee, hier sind Daten, die ich habe und ich versuche das jetzt umzusetzen, sei es in 5 Stunden, 5 Tagen oder halt wie bei der Grafik in 2, 3, 4 Wochen letztendlich. Ich glaube, bei Gutenberg würde ich auch die Frage stellen. Ich glaube, die Datenvisualisierung war vielleicht zur Skandalisierbarkeit und zum quasi wichtig. Aber ich glaube trotzdem, dass die moralische Debatte darum stattgefunden hat für ihn und die dann ja quasi auch nochmal eine Veränderung genommen hat in diesem ganzen Streit von den 10 Tagen, glaube ich trotzdem, ich will nicht sagen, wesentlicher war, weil ich will da nicht irgendwie wertend reingehen, aber ich glaube, sie hatte eine ähnlich hohe Relevanz wie quasi die Visualisierung der zig hunderten Plagiatsfälle. Aber ich will eigentlich da jetzt gar keine große Diskussion aufmachen, sondern es war quasi nur mein Ein Satz und dann... Die moralische Debatte kam aber aus den Feuilletons, während die Datenvisualisierung eher nicht daherkam. Ja, das ist der Punkt. Ja, genau. Das ist einfach ein Zusammenspiel gewesen. Okay, jetzt bitte die beiden Wortmeldungen. Okay, ich wollte was dazu anmerken. Du hast gesagt, wir brauchen nicht zu jedem Artikel irgendwie den Link zur passenden Infografik. Aber was wir brauchen, ist, glaube ich, wenn wir von Visualisierung sprechen, und das ist noch ein Unterschied zu einer Infografik, also der Fokus mit seinen Torten hat was anderes gemacht, als du, Gregor, machst mit den doch sehr anspruchsvollen Umsetzungen von großen Datenmengen. Was wir immer brauchen, ist einen Link zu den Quellen, wo die Daten herkommen, sodass es für jemanden, der sich damit beschäftigen will, nachvollziehbar ist, was da gemacht wird. Weil ansonsten kann man mit Visualisierung von Daten auch prima manipulieren und sowas machen Unternehmen zum Beispiel gern. Da werden beeindruckende Sachen programmiert, die den Zuschauer einfach überwältigen sollen. Und deswegen muss es immer die Möglichkeit geben, nachzuvollziehen, woher die Daten kommen und was da weggelassen wurde und was dargestellt wurde. Und deswegen ist es überhaupt ein Thema für eine Open Data und Netzkonferenz. Und ich denke, in den, jetzt mal böse gesagt, Holzmedien ist immer so ein Schimpfstichwort, aber wird es deswegen kaum stattfinden, sondern wenn, dann ist es zum Beispiel beim Guardian auch die Webseite, bei der das besonders in guter Weise passiert und wird nur teilweise sich übersetzen lassen ins Papier. Also ist da Punkt, Regeln einzuführen, Kodex zu haben für etwas? Beispielsweise könnte man als Frage in den Raum stellen. Nee, nicht immer Regeln einführen. Kriegt die Krise. Da muss ich eher eine Haltung einführen, dass man natürlich nicht einfach eine Grafik munter abbilden kann, ohne die Quellen und genau dazu zu stellen. Und das wird im Netz immer weiter gemacht. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen Wolfram Alpha kennt, ist eine Wissensmaschine, wie Sie sich selber nennen, die sehr stark mit Visualisierung arbeiten, wenn man einen Suchbegriff hat. Und man kann immer draufklicken, woher kommen die Daten, die arbeiten. Also nur mit institutionellen Daten von wissenschaftlichen Institutionen, nicht aus dem Netz irgendwie zusammengeklaubt. Und da kann man dann sofort zurückverfolgen, wie kam diese Statistik zustande. Dass das beim Guardian beispielsweise wirklich so eher aus dem Web kommt und nicht aus den Holzmedien, kann man jetzt verneinen, weil Simon tatsächlich eigentlich derjenige war, der dann ja aus der Landkartenvisualisierung für Print immer weiter rübergewandert ist, bis er plötzlich bei den Grafikern saß und nicht mehr bei den Journalisten und jetzt dann noch weiter dafür zuständig ist, dann auch so WikiLeaks Excel-Tabellen zu heben. Also das Thema ist dann eher so, wie gehen wir mit großen Datenmengen um, wie heben wir die am besten, und ein Fall wäre Visualisierung, ein anderer Fall wären Text, ein Einzelbeispiel. Aber es stimmt, ja. Bitteschön. Andreas Noll von SAS Deutschland. Ich habe eine Frage. Wir haben vorher ein Panel gehabt, da war die Präsidentin des Statistischen Landesamts Berlin-Brandenburg, die ein Angebot gemacht hat an die Berliner oder an Verwaltung, Ihnen dabei oder Sie dabei zu unterstützen, mit dem statistischen Prozess, der etabliert ist, Daten sozusagen open zu machen.
Ja, also im Sinne der amtlichen Statistik oder im Sinne der Statistik allgemein. Das ist ein interessantes Angebot, hat aber einen kleinen Pferdefuß, und den wollte ich mal kurz diskutieren, und zwar dieser Prozess der Datenaufbereitung, der Qualität, der statistischen Qualitätssicherung. Das ist ein relativ aufwendiger Prozess. Das sieht man unter anderem daran, dass die statistischen Jahrbücher, die ja viele kennen, auch schön visualisiert die Sachen aufbereitet sind, problematisch nur 2 Jahre alte Daten sind, weil die so lange brauchen, bis sie den ganzen Prozess da durch. Jetzt sind es natürlich sehr viele Fragestellungen, die interessant wären für Politik und Verwaltung, eben aktuellere Daten zu haben. Jetzt könnte man sagen, okay, man hätte 2 grundsätzliche Sachen. Man hätte eine hohe Akkuranz sozusagen der amtlichen Statistik, wo man sagt, da muss man sich drauf verlassen können, die ist einklagbar, die ist nachvollziehbar, und man hätte so eine Art Schnellschuss-Idee. Ja? Wie steht ihr dazu? Das würde mich mal interessieren. Also zu sagen, dass man so ein bisschen trennen kann, also sagen, geringere Aussagekraft und Sicherheit versus Sicherheit und lang alte Daten. Ich sehe da ehrlich gesagt gar nicht so den Widerspruch drin. Ich glaube, wenn dieser Wunsch, der ja eben zu Recht angemahnt wurde, wenn die Daten frei verfügbar sind und damit eine Kontrollmöglichkeit da sind, ist es für mich zumindest, ich sage, überhaupt nicht so wichtig, ob jetzt auch noch der Amtsstempel drauf ist vom Statistischen Landesamt oder nicht, quasi als amtlich geprüfte Statistik, sondern wenn ich die Möglichkeit habe, die Daten, die quasi vergangene Woche von der Lebensmittelkontrollbehörde erhoben worden sind, quasi abzurufen, zu verwerten und dann einzusehen, finde ich, ist das kein Schnellschuss, sondern ist es für mich eine Aufbereitung. Und wenn mir da irgendwas Spanisch bei vorkommt, dann versuche ich halt die Originaldaten, die dann hoffentlich hinterlegt sind, soweit für mich nachzuvollziehen, beziehungsweise Leute anzusprechen, um dadurch eine Kontrolle zu haben. Was ja in anderen Bereichen, glaube ich, auch sehr gut funktioniert. Also ich glaube, da wird man dann vielleicht den einen oder anderen Punkt haben, wo vielleicht die Aufbereitung tendenziös ist, beziehungsweise bewusst Fehler reingebracht wurden. Wurde ja auch gerade gesagt, wir Unternehmen gerne mit sowas spielen. Aber ich würde das nicht so als entweder oder sehen, sondern ich glaube, das sind einfach Prozesse, weil natürlich eine statistische Aufbereitung ist ja nicht nur das amtliche Siegel draufpacken und quasi von 5 Personen abgenickt zu bekommen, sondern ist ja auch quasi eine Einarbeitung in einen größeren Kontext, wo man ja verschiedenste Daten zusammenfügen muss, was man vielleicht bei so einem Projekt, was man quasi schneller oder tagtäglich macht, vielleicht gar nicht will oder auch gar nicht braucht. Also ich glaube, es macht auch wenig Sinn für einen Unternehmer, der eine App entwickelt, die auf Daten basiert, dass mit 5 Jahre alten Daten so hier, so sind unsere, hier sind die Preise in den letzten 5 Jahren hingegangen und jetzt wissen wir aber aktuell nicht, was los ist. Das bringt, glaube ich, wenig. Also man will ja auch diese statistischen Daten, also in Großbritannien hat man eben den Fall, dass diese Daten von ganz vielen Entwicklern benutzt wurden, um so Apps zu entwickeln, beispielsweise wenn man umzieht, dass man sich orientieren kann, wo sind die nächsten Schulen, wo sind die nächsten Pflegeheime für, was weiß ich, meine Oma ist krank, meine Mutter ist krank oder ich selber bin chronisch erkrankt, wie kann man die vergleichen, bis hin zu, wie ist die Kriminalitätsrate, also einer die beliebteste App, die sogar in den Top 10 in Großbritannien war, nachdem die statistischen Daten rauskamen, war der sogenannte Asperometer, der auch bekannt wurde. Aspero sind Antisocial Behavior, dass man kriegt anstelle einer anständigen Verurteilung, kriegt man so eine Verwarnung, weil man irgendwie zu laut gepöbelt hat, in der Öffentlichkeit Drogen genommen hat oder sich sonst irgendwie unmaßgeblich in der Öffentlichkeit aufgeführt hat. Und der Asperometer, der war dann absolut diskutiert, weil der hat jetzt den Leuten, die Grundstücke verkaufen und Häuser verkaufen, nicht so gut gefallen, weil da auch bestimmte Grundstückwerte plötzlich in Frage gestellt wurden mit. Und das sind natürlich Punkte, wo so Daten doch Situationen verschieben können. Und die sind ganz interessant. Wenn man jetzt 5 Jahre alte Asperometer-Daten hat und die Gentrifizierung in Prenzlauer Berg mittlerweile voll eingesetzt hat, dann macht das natürlich keinen Sinn mehr. Also ich bin auch für die arme Version gekennzeichnet von mir aus. Ja, ich habe noch ganz kurz einen Gedanken dazu, dass es
im Umkehrschluss, wenn Daten so frisch, wie sie gerade rausgekommen wären, gleich visualisiert werden zum Beispiel, visualisieren haben eine schöne Eigenschaft, und das ist, dass man Fehler in Daten relativ schnell erkennt, weil sich dadurch sehr, sehr, sehr seltsame Muster ergeben, die man jetzt vielleicht in einer Tabelle, wenn man nur Zahlen sieht, nicht sehen würde. Und ich hatte auch schon das ein oder andere Mal sehr netten Telefonkontakt mit dem Statistischen Bundesamt, wo ich dann eben mal auf Fehler in der Statistik, wo mal Spalten vertauscht worden, geschossen sind. Und es wurde auch prompt korrigiert, aber das war es für mich so ein Erlebnis gewesen, dass eben das ein wechselseitiger Prozess ist, dass die Daten eben auch, sie werden besser dadurch, dass wir sie gleich angucken und gleich damit arbeiten, als wenn wir sie erst noch 5 Jahre liegen lassen. Da gibt es noch eine Wortmeldung. Hallo, Stefan Diederich. Und zwar wollte ich fragen, es steht ja da die Macht der Visualisierung. Und zwar schoss mir vorhin so ein Gedanke durch den Kopf, wenn es um Demokratie und Öffentlichkeit geht und wir über zum Beispiel europäische Öffentlichkeit sprechen, dann wird ja immer gesagt, dass ein großer Aspekt, warum diese sich nicht stark generieren kann, die fehlende einheitliche Sprache innerhalb der EU ist. Mit der Visualisierung habe ich ja jetzt eine Möglichkeit, einfach Sachen sichtbar zu machen. Könnte also zum Beispiel für europäische Institutionen, wir sprechen jetzt hier mal die Kommission an, die auch, ich glaube, eine Initiative gerade gestartet hat oder eine Ausschreibung zumindest zu der Initiative gestartet hat, könnte diese Visualisierung eine Möglichkeit sein, vielleicht nicht komplett das Sprachlevel zu überspringen, aber trotzdem irgendwie ja einfach die Möglichkeit geben, dass in allen 27 Mitgliedstaaten mit einer ähnlichen Intensität einfach eine Debatte aufgegriffen wird aufgrund dieser Visualisierung. Also wie sieht denn das Panel da diese Möglichkeiten? Das würde mich mal interessieren. Danke. Das denke ich, wenn jetzt keine weiteren Wortmeldungen, Kommentare da sind, würde ich das quasi auch als Enddiskussion oder Endfrage hier auf dem Podium nehmen, und zwar in diesem Punkt, wo seht ihr eigentlich diese Macht der Visualisierung? Wir haben in verschiedenen Punkten das heute angesprochen. Wenn ich mir vorstelle, die Daten stehen zur Verfügung, es wird das visualisiert, was sinnvoll ist. Was passiert dann mit unseren politischen Debatten? Was passiert? Werden die offener sein? Werden sich mehr daran beteiligen können? Werden wir die nationalen Grenzen damit überwinden können und dann wirklich von EU, Europa reden können? Oder ist das ein frommer Wunsch? Also schön fände ich es, wenn Leute, wir haben jetzt gerade die Haushaltsdebatte im Bundestag, wenn dann Leute dastehen mit der visualisierten Bundeshaushalt oder mit diesem Entwurf des Bundeshaushaltes sagen, also Jungs und Mädels, dieser Kasten für, keine Ahnung, Rüstung ist mir ein bisschen zu groß und ein paar Sachen sind mir echt zu klein. Ist das eine Form, auch erstens einen anderen Druck machen zu können und auch andere Leute reinzukriegen, hier in Berlin, Deutschland, als auch was jetzt Brüssel betrifft? Wie seht ihr das? Da Mercedes gerade ihre Antwort rausgegoogelt hat, strebermäßig, werde ich jetzt einfach mal anfangen mit meiner Antwort, um zumindest ein paar Punkte noch aufzugreifen. Ich glaube, es wird einen breiteren Personenkreis ansprechen und damit, glaube ich, für die Demokratie insgesamt förderlich sein, weil sich damit Leute auseinandersetzen mit Themen, Zahlen, sonst wie, wo sie sich vielleicht bisher noch nicht mit auseinandergesetzt haben. Schönste Beispiel, RBB-Interview letzte Woche mit Andreas Baum von der Piratenpartei, der nicht sagen konnte zum Thema, wie hoch sind unsere Schulden hier eigentlich in Berlin. Der sagt, ja, es sind ein paar Millionen. Gab es natürlich dann eine heftige Reaktion von wegen, wie kann so jemand quasi als Spitzenkandidat antreten. Als Folge dann wiederum daraus wurde quasi ein Schuldenmeter ins Leben gerufen, wo vermutlich jedes Piratenparteimitglied hier vor Ort dann sich erstmal vorgestellt hat, meine Güte, das sind 62 Milliarden mit so vielen Nullen dran und es geht schnell hoch und wir haben mit jedem Berliner, der hier lebt, irgendwie schon 20.000 Euro Schulden. Also aus dem Grunde, glaube ich, setzen sich durch relativ simple Arten der Visualisierung, das war wirklich die simpelste Form, aber glaube ich, neue Personengruppen mit dem Thema auseinander. Ich glaube, das ist natürlich gerade erstmal eine sehr internetaffine Zielgruppe,
die das nutzt, die natürlich auch solche Applikationen auch ein bisschen mit rumspielt. Das sind ja solche schönen Sachen. Es ist ja nicht nur die Infografik, sondern beim Spenden aufschlüsseln, da kann man halt interagieren, weil man halt mal selber was eingeben kann, den Regler von der Spendenhöhe rumziehen kann und ich weiß nicht was. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall förderlich. Und ich glaube, auch um den Punkt aufzugreifen, es wird auch eine gewisse Internationalität bekommen. Und ich glaube, es ist für die europäischen Institutionen auf jeden Fall hilfreich, weil sie einfach sehr stark auch mit Statistiken, mit quasi Daten arbeiten, glaube ich, auch die dann so aufzubereiten, zur Verfügung zu stellen und auch die Projekte zu fördern, dass man letztendlich eine Sprachgrenze überschreitet, weil, sage ich jetzt mal, meine Vorratsdatenspeicherungsgrafik, die braucht gar keine Sprache mehr eigentlich. Und ich glaube, es gibt viele Sachen, wo man es so simpel aufbereiten kann, dass man sie eigentlich quasi, wo man halt sich dann nicht mehr den Schritt der Übersetzung für braucht in 20 verschiedene Sprachen oder so. Also aus dem Grunde, glaube ich, spricht man darüber auch andere Gruppen an. Und der dritte Punkt, wie wird die politische Auseinandersetzung davon betroffen sein? Ich glaube, es wird einfach viel mehr Fragen geben. Und ich finde, Fragen ist immer der Anfang oder häufig der Anfang für eine ordentliche Diskussion. Und aus dem Grunde ist das, glaube ich, auch hilfreich. Und wenn allein nur der Wähler vielleicht beim nächsten Mal den Politiker fragt, der im Verteidigungsausschuss sitzt, wieso ist denn hier der Balken so hoch, glaube ich, gibt sich daraus eine Diskussion, die sonst so vermutlich selten entstanden wäre, weil man halt gesagt hätte, okay, 25 Milliarden Verteidigungsetat von einem Gesamtetat von 200 Milliarden ist jetzt ja nicht so viel, aber wenn man es halt im Verhältnis sieht, so. Also aus dem Grunde, glaube ich, auch aus der Sicht wird sich die politische Kultur daran stärker orientieren, weil sie halt viel mehr erklären muss und dadurch dann vielleicht auch häufiger über ihre eigene Entscheidung nachdenkt. Also ich glaube auch, man kann dadurch nochmal Sachen viel anschaulicher machen und Leute mitnehmen. Also was ich gerade gegoogelt hatte, war, es gab in den 40er Jahren eben schon, Gregor wusste sofort, wen ich meine, Otto Neurath, der hat schon versucht, in internationale Sprache zu entwickeln. Isotype hieß die, um eben ohne Worte zu sagen, das ist ein Mensch, oder der hat die ersten, also der hat auch, war einer der frühen Infografiker, der quasi verschiedene, also wie, ich kann mich an eine erinnern, ich habe eine Ausstellung in Wien gesehen, wie viele Streiks waren in den 20er Jahren in welchen Ländern? Deutschland hat sehr viel gestreikt. So etwas. Und das war dann einfach mit diesen ganzen Männchen visualisiert, die er entwickelt hat. Und das ist eine sehr schöne, sehr moderne Sprache gewesen und geht schon in so eine Richtung, wie wir heute wieder haben. Klar, die Frage ist natürlich immer, wer kann sich auch in bestimmten Daten ganz gut verstecken? Also, dass die Daten nicht sauber sind, sondern dass man von sogenannten dreckigen Daten spricht oder dass bestimmte staatliche Interessen vielleicht zwischen den Datenzeilen sozusagen, wie man dann sagt, versteckt werden und man die heben muss, das gehört dann zu so einer Recherchearbeit dazu. Also nur weil man ein paar statistische Daten hat, heißt das nicht unbedingt was. Aber ich glaube, ja, dass wir eben in einer Welt leben, ich meine, dass die Zahlen, die uns umgeben, sind so abstrakt und ich finde bis heute, dass die Visualisierung, wie viel wird für die Gesundheit ausgegeben, wie viel wird für die Bildung ausgegeben und wie viel wird für die Rüstung ausgegeben, die bleibt mir nachhaltiger im Gedächtnis als die drei Zahlen. Und da ist es, das ist, glaube ich, eine Wirkung, die einfach einen politischen Effekt durch die Visualisierung hat. Das heißt jetzt ja und okay. Ja. Dann sage ich auch ja und vor allem bedanke ich mich bei Malte Spitz, Mercedes Bunz und Gregor Aisch hier für die Session.